in meinen anderen Videos zum Thema Samsung Flip 2, ich verlinke die Playlist einmal hier oben, habe ich ja mehrfach angesprochen, dass das echt schade ist, dass man Bildschirminhalte nicht vom iPhone oder vom iPad an das Flip 2 streamen kann. So, das hat sich jetzt geändert, indem man beispielsweise eine Apple TV Box, ich habe die hier schon mal angeschlossen, an das Flip 2 anschließt. Hat bei mir auch wunderbar geklappt, aber nur ein schwarzer Bildschirm. Er hat das Signal nicht richtig verarbeitet und egal was ich gemacht habe, es hat nicht funktioniert. Also habe ich ein Video gemacht, habe um Hilfe gebeten bei YouTube und ein User hat das gesehen, Pilot Flyer, vielen Dank und schöne Grüße ins Sauerland, und hat mir dann Tipps gegeben, was ich machen kann, damit die Apple TV Box auch mit dem Flip 2 zusammenarbeitet. Das erste, was du machen solltest, ist ein Update. Und wenn du Auto-Updates eingestellt hast bei deinem Samsung Flip 2, dann wird das unter Umständen nicht funktionieren. Der zieht sich die neue Software nicht runter. Warum das so ist, keine Ahnung. Das heißt, man muss das Update manuell installieren. Geh also auf die Samsung-Seite, such dir das aktuellste Update raus. Meins war auf 1060 noch eingestellt, uralte Version, und ich habe jetzt drauf 1111. Und ich glaube, die letzte offizielle war 1080. Schau aber mal im Internet und schau, welche die aktuelle Version ist. Solltest du die 1011er nicht finden, schreib es mir in die Kommentarfunktion unten rein, dann mache ich einen Link dazu. Wenn du die dann installiert hast, dann musst du nur hier unten reingehen, und zwar unter Bild, dann Auflösung der Bildschirmfreigabe, und das muss auf UHD stehen. Denn die Apple TV Box sendet ja in 4K, wenn du noch eine ältere hast, dann kann es sein, dass du ein anderes Signal dort einstellen musst. Wenn man Auto drückt, ging es bei mir nicht. Also wenn ich Auto ausgewählt habe, dann hat das wieder nicht gefunden. Und jetzt wollen wir uns einmal angucken, wie das denn dann aussieht, wenn man über das Apple TV, über die Box, sein Mirroring macht vom iPhone oder iPad, was auch immer du da hast. Normalerweise ist das so, wenn du das HDMI-Kabel einsteckst, dann findet er die Apple TV Box normalerweise gleich, also geht direkt der Bildschirm auf. Wenn das nicht funktionieren sollte, warum auch immer, gehst du hier oben drauf, dann auf PC, dann auf HDMI, drückst da drauf und dann hat er das Signal der Apple TV Box auch gefunden. So, beim iPhone ist es dann so, hier oben rechts einmal runterziehen, Bildschirmsynchronisierung, dann deine Apple TV Box auswählen, habe ich hier einmal gemacht. Und dann geht das auch relativ schnell. Hier ist es schon. Und wir machen einfach mal was ganz Lustiges. Mal probieren, ob das geht. So, hier ist jetzt das, was ich gerade filme. Mein Studio, der Fernseher, auf dem ich mich hier sehe. Bisschen Lampen hier drüben. Und du siehst alles auch dann auf dem Bildschirm, sogar ein Live. Und das Schöne ist, du könntest jetzt, das ist für Fußballtrainer, glaube ich, ganz witzig, oder für Sportbegeisterte, die sich Videoanalyse eben machen, dann ein Overlay auf das Video ziehen und dann kannst du auf dem Video auch schreiben, zum Beispiel Spielzüge, ne, oder hier oben oder was auch immer, und kannst das dann auch als Foto abspeichern, was auch immer. Du kannst das natürlich auch anhalten hier. Wenn ich jetzt mal ein Foto mache, dann ist das nicht ganz so wild. Und das geht. Und Overlay ist eine prima Geschichte. Nicht speichern in dem Fall. Ich mache das mal wieder aus. Synchronisierung stoppen. Einmal beenden. Jo. Und so funktioniert die Bildschirmsynchronisation über die Apple TV Box mit dem Samsung Flip 2. Super Geschichte. Und ja, wenn dich mehr Videos zum Samsung Flip 2 interessieren, check die Playlist, ich habe sie am Anfang einmal verlinkt. Und da findest du alles Mögliche, alle Funktionen davon und wie man Trainings ordentlich vorbereitet, wie ich das mache mit den Hintergründen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Sachen sind dabei. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß, gute Unterhaltung bei den anderen Videos. Wenn dir das hier gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal, drück die Glocke, weißt du ja alles. Und schreib mir gerne in die Kommentarfunktion, wenn du noch eine Frage hast oder wenn du, wie gesagt, die Software, das Update nicht finden solltest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, dein Uwe.